unserem Qriya Connect 7.3 Best Practice Webinar. Mein Name ist Carsten Maas. Ich bin Sales Engineer bei der Firma Qriya und ich möchte Ihnen heute ein wenig so Tipps und Tricks und ja, wie man so rangehen kann an eine Qriya Connect Installation. Kurz zur Agenda, keine Sorge, es wird keine Folienschlacht werden. Grundsätzlich soll es erstmal sein, was erachte ich persönlich als Hard- und Softwarevoraussetzungen am sinnvollsten. Dann gehen wir mal darauf ein, da gehen wir dann nämlich auch in eine Installation rein. Wie ist der Aufbau von der Dateistruktur? Also wir kennen das vielleicht, relationale Datenbanken, Datenbanken, einzelne Dateien. Wie sieht denn das eigentlich beim Qriya aus? Wie sieht es aus, wenn ich mir so eine Installation mal angucke? Dann möchte ich auf ein paar Besonderheiten eingehen, was das Qriya Connect und das Apple Adressbuch betrifft und auch was das Qriya Connect und das Outlook 2011 betrifft. Sie sehen, es ist ein bisschen Mac-lastig, hängt einfach damit zusammen, ich bin seit 20 Jahren Mac-User. Wir werden aber mit Sicherheit auch mal Punkte beleuchten, wo es dann eher in Richtung Windows gehen wird. Dann allgemein Fehlersuche, was kann ich machen, wenn ich ein Problem habe mit dem Qriya, außer den Support anzurufen und was ich persönlich als sinnvolle Funktionen erachte, was man am besten beim Qriya mal einstellen sollte. Okay, nicht lang gefackelt, fangen wir an. Und zwar Hardware-Voraussetzungen. Ich fange mal mit dem PC an. Ich habe mich da so ein bisschen an unserer Webseite orientiert. Sie werden sehen, unsere Webseite ist da sehr zurückhaltend mit den Tech-Specs. Minimum, wenn Sie 1 bis 20 Benutzer haben, sollte ein Gigahertz-Prozessor sein, Gigabyte RAM, 40 Gigabyte Plattenplatz und so weiter. Besser wäre jetzt, wenn man zum Beispiel 20 bis 100 Benutzer hat, dass man so einen aktuellen Prozessortyp nimmt, zum Beispiel Core 2 Duo, 2 GHz, 4 GB RAM, 500 GB Plattenplatz für Installations- und Datenspeicher. Aber wir wären ja nicht bei einem Best-Practice-Webinar, wenn ich Ihnen da nicht mal den Tipp geben würde, was ich denn persönlich für sinnvoll halte. Und zwar, wir haben da die Angabe, wenn es sozusagen 100 plus Benutzer sind. Ich würde diese Parameter auch schon anlegen, wenn ich auch bei einer kleinen Installation bin. Gut, wenn es jetzt nur um 5 User geht, dann würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen, aber ich sage mal so, ganz ehrlich, wo kriege ich denn heute noch einen Rechner her mit nur einem Gigahertz? Das wird ja schon verdammt schwer und eine 40 Gigabyte Festplatte, no way, finde ich nicht mehr. Also, tun Sie sich selbst einen Gefallen, allein auch schon aus Sicht des Kunden, falls der Kunde mal wachsen wird, sind Sie einfach auf der sicheren Seite, wenn Sie einen aktuellen Prozessortyp nehmen. Da sind wir gerade bei Quad-Core, i5, i7, dann so ab 2,8 GHz RAM, Entschuldigung, 2,8 GHz Prozessortakt, 4 GB RAM. So, und jetzt kommt nämlich schon das erste, 500 GB Platz für die Installation selbst. Das heißt, Sie haben hier auch nochmal ein bisschen Luft, Sie haben ja noch ein Betriebssystem drumherum. Und dann würde ich schon hingehen und würde gegebenenfalls den Datenspeicher auslagern, vielleicht sogar auf einen RAID, was aber bitte direkt an der Maschine angeschlossen ist. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, den Store irgendwo auf einen Netzwerkshare zu packen. Sobald da irgendwo mal ein Aussetzer in der Verbindung passiert, kriegen Sie auch keine Mails mehr und Sie laufen in die Gefahr, dass das Ganze nicht mehr in sich konsistent ist. Also da bitte vielleicht an eine direkt angeschlossene Platte gehen. An der Stelle, wie gesagt, ich sagte es hier, gegebenenfalls RAID, dann haben Sie einfach auch die Ausfallsicherheit. Das heißt, wenn Sie da ein schönes RAID bauen, wo dann meinetwegen eine Platte ausfallen kann, kein Problem, Sie sind auf der sicheren Seite. Auf der Apple-Seite kann man da noch ein paar nettere Geschichten machen, komme ich aber zu, wenn wir dann in den Bereich Apple reingehen. Und einen separaten Speicher fürs Backup, sage ich mal so, raucht Ihnen die eine Platte ab, auf auch Ihr Backup zusätzlich mit drauf ist, dann haben Sie nicht mal mehr ein Backup. Das heißt, Backup an der Stelle gegebenenfalls auch auf einen separaten Speicher legen. Auch hier bitte das Backup nicht übers Netzwerk irgendwo hin.
kopieren, beziehungsweise hinspeichern lassen, sondern machen Sie es so, Sie legen das Backup erstmal lokal an eine angeschlossene Festplatte zum Beispiel und kopieren es dann meinetwegen per cronjob auf irgendein Netzwerkvolumen, was Sie haben. Ganz wichtig, generell, was Backups betrifft. Bitte überprüfen Sie immer, ob Ihre Backups auch funktionieren. Es nutzt das beste Backup nichts, wenn Sie das Backup hinterher nicht benutzen können. Also vielleicht, ich habe das so gemacht, ich komme aus dem Systemhausbereich. Wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir einmal im Monat bei ganz hochsensiblen, wichtigen Daten, beziehungsweise einmal alle 2 Monate hingegangen sind und einfach auch getestet haben, ob man Backup wieder zurückspielen kann. Nächster Punkt, Softwarevoraussetzung für den PC. Minimum an der Stelle ist ab Windows XP. Gut, da läuft der Support seitens Microsoft ja auch bald aus. Vielleicht sollte man sich da überlegen, schon auf ein etwas aktuelleres Windows zu gehen. Sonst verschiedene Linux-Derivate von SUSE, Debian oder Red Hat. Wichtig noch an der Stelle zu wissen, auch wenn Sie das sehen bei SUSE, Debian, Red Hat, wenn Sie bei uns auf die Webseite schauen, wir haben nicht wirklich jede Version von diesen Linux-Derivaten, die wir unterstützen, sondern wir unterstützen an der Stelle nur tatsächlich diese sogenannten LTS-Versionen. Was heißt LTS? LTS steht für Long Term Support. Das heißt, diese Versionen werden auch noch auf eine längere Sicht hin unterstützt werden. Was auch noch schön ist zu wissen, das hat vielleicht auch noch nicht jeder so sich vergegenwärtigt. Es ist egal, ob Sie die Client- oder Server-Variante nehmen. Vollkommen wurscht. Sie brauchen kein Server-Betriebssystem, um den Kerio Connect installieren zu können. Ganz im Gegenteil, bei Mac gibt es dann noch so ein paar, sag ich mal, Feinheiten, auf die man achten sollte. Komme ich aber noch drauf. Was empfehle ich an der Stelle? Gut, wenn Sie viel Bewegung auf dem Server haben, also Sie haben unheimlich viele Benutzer, die Benutzer sind richtige Hardcore-User, was E-Mail, Kalender und solche Geschichten betrifft, und dann rennen die auch noch mit 50 iPhones auf den Server zu. Dann empfehle ich an der Stelle, gehen Sie wirklich auf den Linux. Linux hat einfach den Vorteil, dass das Dateisystem, das X4, wo wir mittlerweile sind, deutlich performanter ist als zum Beispiel NTFS, HFS+ und so weiter. Wenn Sie sagen, naja, so richtige Hardcore-User sind es nicht, sondern es ist ja, normale Nutzung, nehmen Sie einfach das, wo Sie sich wohlfühlen. Wie sieht das Ganze auf der Mac-Seite aus? Hardware-Voraussetzungen, auch mindestens mittlerweile eine 64-Bit-fähige Maschine, das heißt alles ab Core to Duo. Den alten G5 können Sie nicht mehr nutzen. 1 GB RAM, 500 GB für die Installation und den Datenspeicher. Empfehlung meinerseits an der Stelle: Nehmen Sie wieder einen aktuellen Prozessortyp, also i5, i7, 4 GB RAM, 500 GB Festplatte für die Installation selbst. Dann haben Sie vielleicht auch noch Platz, um vielleicht zum Beispiel noch das Kerio Workspace parallel mit drauf zu packen. 1 TB für den Datenspeicher, auch hier gegebenenfalls als RAID. Und einen separaten Speicher für das Backup. Wir haben einen Kunden, der hat gerade im Mac-Bereich eine recht schöne Kombination sich gebaut. Und zwar bei den Macs gibt es doch mittlerweile diesen Thunderbolt-Anschluss. Was hat er gemacht? Er hat sich ein richtig schönes, ausfallsicheres externes RAID geholt, was einen Thunderbolt-Anschluss hat, hat einen aktuellen Mac Mini genommen und hat quasi seine gesamte Installation und in dem Fall auch inklusive Datenspeicher auf dieses RAID gepackt und hat den Mac Mini, es war ein kleiner Mac Mini, über das externe RAID hochgefahren. Das heißt, sollte die Maschine mal irgendwann die Grätsche machen, kaputt gehen, kein Problem. RAID abgestöpselt, an einen anderen Mac wieder dran gestöpselt, wieder hochgefahren, Sie sind wieder im Geschäft. Das so als kleine Schmackazie, sage ich mal, wo Windows-User manchmal so ein bisschen ins Träumen kommen, weil soweit ich weiß, kann man Windows immer noch nicht über eine externe Platte hochfahren. Wie sieht es auf der Software-Seite aus?
Mittlerweile mindestens macOS 10.5, das sogenannte Leopard. Dabei ist es auch wieder egal, ob Client oder Server. Im Gegenteil, ich würde sogar nicht mal unbedingt OS 10 Server nehmen, da es eventuell zu einem Konkurrenzkampf zwischen den Ports kommen kann. Nur mal als Beispiel, der Profilmanager unter 10.7 Server, mit dem Sie die Profile von Benutzern verwalten können, nutzt auch den Port 443, wie ihn gerne natürlich auch unser Kerio Connect nutzen möchte, wenn Sie eine sichere Verbindung machen wollen. Also an der Stelle ist es vielleicht sogar schlauer, gar nicht mal unbedingt das Serverbetriebssystem von Apple zu nehmen. Sie ersparen sich da immensen Ärger. Wie sieht die Installation grundsätzlich aus? Gut, der Installationspfad für den Mac finden Sie unter slash USA Local Kerio Mail Server und Sie sehen, alles ab Kerio ist identisch. Nur die oben darüber gelegenen Verzeichnisse, wo jemand was hinlegt, die sind tatsächlich von Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich. Ich hatte Ihnen gesagt, wir gehen auch hier mal wirklich in eine Installation rein. Das mache ich jetzt auch mal. Dazu muss ich mal eben den Bildschirm wechseln und Ihnen mal hier eine Installation eines 7.3. Sie sehen, das ist ein 7.3.2. Ich hatte Ihnen aber versprochen, mir geht es ja um die Installation an sich. Also, was mache ich? Wir sind hier auf der Mac-Seite. Ich gehe zu, gehe zum Ordner und gebe ein slash USA slash local slash Kerio Enter. Und hier sehen Sie schon, und das haben, hier sehen Sie auch, dass ich beides hier installiert habe. Hier finden Sie das Verzeichnis Mail Server und Mail Server ist da, wo sich Ihr Kerio Connect dann drin befindet. Workspace habe ich hier parallel installiert, legt ein Verzeichnis an Workspace. Aber wir gehen jetzt hier mal rein. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Und im Prinzip sind Sie hier schon in der obersten Ebene, wo unsere Programmelemente alle drin liegen. Wichtig an der Stelle, das könnten Sie sich überlegen, ob Sie sowas nochmal separat sichern. Das ist einmal die sogenannte Mail Server CFG. Da versteckt sich sozusagen Ihre gesamte, ja, Konfiguration drin, die Sie über die Webadministration eingerichtet haben. Sie haben vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal von einem Kollegen aus dem Support gehört. Gehen Sie mal bitte in die Mail Server CFG, machen Sie sich vorher noch ein Backup von. Und dann bitte ändern Sie den und den Parameter. Hier ist diese sogenannte Mail Server CFG. Um die geht es dann, wenn der Kollege davon spricht. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Nächste interessante Datei ist die sogenannte Users CFG. Dort liegen Ihre Benutzer drin, die Sie lokal auf dem Kerio angelegt haben. Noch zwei interessante Ordner. Das ist der sogenannte SSLCA und der SSLCert-Ordner. Ich mache den mal auf. Hier liegen irgendwie von Ihnen eingerichteten oder auch gekauften SSL-Zertifikate Ihres Servers drin. Gut, jetzt kommen aber auch gerne mal so Sachen, dass der Kollege sagt, gehen Sie mal bitte in den Benutzerordner des Benutzers auf Verzeichnisebene. Und schauen Sie mal bitte nach folgender Datei und benennen Sie die um. Hat vielleicht jeder von Ihnen schon mal gehabt, den Klassiker, benennen Sie mal die index.fld in index.bat um. So, und dann standen Sie da. Dann wussten Sie nicht, wohin, was will er eigentlich von mir? Deswegen dieses Best Practice Seminar. Hier im Verzeichnis Store finden Sie, wenn Sie reingehen, im Prinzip unter Mail Ihre einzelnen Domänen, die Sie angelegt haben. Wir gehen jetzt hier mal auf die Testdomäne und Sie sehen, ich mache das mal eben nochmal zu, und Sie sehen, hier gibt es den Public, das ist nämlich sozusagen Ihr öffentlicher Ordner und hier ist der Benutzer Test 5. Ich gehe in den mal rein. Und hier sehen Sie schon ganz klar aufgegliedert die einzelnen Ordner, wie sie auch in Ihrem Mailprogramm abgebildet werden, respektive auch wenn Sie über Webmail reingehen, Ihr Kalenderordner, Ihr Kontakteordner und so weiter und so weiter. Jetzt sprach ich von der sogenannten
index.fld. Ich gehe mal hier in die Inbox rein und hier ist er auch schon, index.fld. Seit der Version 7.3 müssen Sie die an der Stelle jetzt händisch eigentlich nicht mehr umbenennen, wenn sich der Index einmal neu aufgebaut werden soll. In dieser Indexdatei ist nämlich sozusagen hinterlegt, was sich wiederum in diesem Ordner befindet. Sie können das auch über die Webadministration mittlerweile machen. Wie zeige ich Ihnen gleich noch. Die eigentlichen E-Mails, sage ich mal, die Sie bekommen, die liegen hier in dem Ordner MSGS drin. Okay, User Test 5 hat noch keine E-Mails bekommen. Aber wenn Sie jetzt hier sehen, wo ich nochmal andere Ordner aufmache, fällt Ihnen was auf? Das Prinzip, wie diese Ordner bei uns aufgebaut sind, ist immer das gleiche. Ich mache hier auch nochmal beispielhaft den Kalenderordner auf. Sie haben immer eine Datei Raute ASOC, dann haben Sie Raute MSGS. In diesem Raute MSGS, dort liegt im Prinzip genau das drin, was Ihre einzelne E-Mail, Ihr einzelner Kalendereintrag, Ihre einzelnen Kontakte, all diese liegen in einer sogenannten EML-Datei, beziehungsweise jeder Kontakt, jeder Kalendereintrag hat seine eigene EML-Datei und die finden Sie in diesem Raute MSGS-Ordner. Da haben wir auch schon den ersten Unterschied zu manch anderen Systemen. Unser Dateisystem ist auf wirklich Dateiebene oder beziehungsweise auf Dateibasis, nicht auf Datenbankbasis. Das hat einen charmanten Vorteil. Wer schon mal eine Datenbank oder eine PST-Datenbank von einem Outlook versucht hat wiederherzustellen oder Dinge dort rauszuholen, der dürfte schier verzweifelt sein. Das ist nämlich nahezu unmöglich. Sie haben eine große Datei, da ist irgendwie alles drin. Tja, und wie komme ich jetzt an den Inhalt wieder ran? Vorteil hier an der Stelle, Sie können tatsächlich in den einzelnen Ordner reingehen und können sich die Datei dort rausziehen. Gut, kommen wir wieder zurück. Nochmal kurz für Sie zur Übersicht. Das Prinzip ist an der Stelle also immer das Gleiche. Es folgt immer demselben Prinzip. Und das ist auch plattformunabhängig. Das heißt, so sieht die Struktur auch aus, ob es auf einem Linux ist, auf einem Windows ist oder auf einem Mac. Sie haben hier einen Hauptordner. Hier ist es wieder der Beispiel, der Benutzer Test 5. Dort sind die ganzen Unterordner drin. Und innerhalb dieses einzelnen Ordners wiederum ist der Aufbau wieder so wie hier auf der rechten Seite dargestellt. Jetzt fällt dem einen oder anderen vielleicht auf, hier ist noch so eine Datei .journal.db. Es gibt noch andere Dateien, die sind in der Regel unsichtbar, zumindest unter Mac. Jetzt ist es so, ich sage immer, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich mich als Mac-User in einem Terminal bewege, dann hätte er mir keine grafische Oberfläche gegeben. Das heißt, was will ich damit sagen? Sie können diese Dateien natürlich sehen, wenn Sie über das Terminal sich dort hineinbewegen. Ganz wichtig, Änderungen an diesen Ordnern oder innerhalb der Struktur an den Dateien können Sie nur machen, wenn Sie als Root-Benutzer angemeldet sind. Das heißt, unterm Terminal, Sie geben halt ein sudo, dann den Pfad, wo Sie hin möchten und dann werden Sie aufgefordert, das Kennwort eines Root-Benutzers bzw. eines Benutzers zu geben, der in der Root-Gruppe drin ist. Wenn man das Ganze grafisch machen will und zum Beispiel auch solche unsichtbaren Dateien gerne einmal angezeigt bekommen möchte, gibt es die Möglichkeit des kostenlosen Tools, das nennt sich Tinker Tool, Theodor Ida Nordpol Kaufmann Emil Richard, Tinker Tool, kann man kostenlos runterladen. Damit kann ich unter Apple unsichtbare Dateien wieder sichtbar machen. Gehen wir weiter. Schon gleich den Schlenk rüber zu Apple. Und zwar, es gibt das Apple-Adressbuch, was viele nutzen. Problem an der Stelle, beziehungsweise kein Problem, sondern einfach auch eine Limitierung des sogenannten CardDAV-Protokolls, was an dieser Stelle benutzt wird. Einzelne Adressbücher, die Sie sich in Ihrem Kerio zum Beispiel über das Webmail angelegt haben,
werden so im Apple-Adressbuch nicht als einzelne Adressbücher abgebildet werden. Wie kann ich das aber dennoch schaffen? Ich muss diesen Kontakten auch noch Kategorien zuweisen. Ich mache es mal klar an einem Beispiel. Sie haben ein Adressbuch, das heißt Vertrieb. Sie haben ein Adressbuch, das heißt Einkauf. Jetzt möchten Sie, dass diese beiden Adressbücher auch so im Apple-Adressbuch angezeigt werden. Dann müssen Sie hingehen und den einzelnen Kontakten in Vertrieb auch noch die Kategorie Vertrieb zuweisen. Und plopp, beim nächsten Sync taucht plötzlich bei Ihnen im Apple-Adressbuch ein quasi Adressbuch, eine Gruppe auf, die Vertrieb heißt. Genauso umgekehrt. Wenn Sie im Apple-Adressbuch in Ihrem Kerio-Account Gruppen anlegen, werden diese so nicht wieder auf den Kerio Connect reflektiert, sondern werden dort als Kategorien abgebildet. Das heißt, Sie haben sich eine Gruppe Vertrieb gebildet im Apple-Adressbuch, haben dort Benutzer 1, 2, 3 reingepackt. Wenn Sie jetzt auf den Kerio gehen, würden Sie die Benutzer 1, 2, 3 so nicht in einem extra Vertriebs-Adressbuch sehen, sondern Sie würden die Benutzer 1, 2, 3 in ihrem normalen Adressbuch sehen und die hätten wiederum die Kategorie Vertrieb zugeordnet bekommen. Nächste kleine Gemeinheit im Bereich Outlook 2011. Machen Sie es bitte so, dass Sie Abonnements von Ordnern, also Kalender, Adressen, Postfächer, nicht über die Stellvertreterfunktion machen bei Outlook 2011 für Apple. Machen Sie es bitte so, wie auf diesem Screenshot gezeigt. Gehen Sie auf Datei, öffnen Ordner eines anderen Benutzers. Dann werden Sie aufgefordert zu entscheiden, was für ein Ordner es sein soll, also ein Kalender, Adresse oder Mail. Geben die E-Mail-Adresse ein und in dem Moment taucht dann auch schon der entsprechende Ordner bei Ihnen im Outlook auf. Fehlersuche. Erste Anlaufstelle. Natürlich sind die Logdateien. Die zeige ich. Ich zeige Ihnen das auch gleich nochmal in der Webadministration. Unten links, ziemlich weit unten, ist der Bereich Protokolle. Dort sind verschiedenste Protokolle abgebildet. Security, Warning, Debug. Bei Sync-Problemen, zum Beispiel, wenn Sie einen Outlook für Windows am Laufen haben mit dem Kerio Connector Offline Edition. Also ein Kerio Outlook Connector Offline Edition. Ganz wichtig für Sie an der Stelle zu wissen, intern heißt dieser mit der Offline Edition bei uns einfach kurz COF. Und der COF ist auch der, den Sie primär einsetzen sollten. Dann kann es sein, dass der Support auffordert, noch weitere Debug-Module freizuschalten. Das geht relativ einfach. Sie gehen einfach in den Bereich Protokolle, gehen auf Debug, dann haben Sie rechts ein Fenster, wo Ihnen sozusagen, was er aufgezeichnet hat, angezeigt wird. Sie machen dort einen Rechtsklick, gehen auf Nachrichten und dann können Sie weitere Module freischalten. Zeige ich Ihnen aber auch gleich noch. Dann, wenn Sie Installationsprobleme haben unter Windows, was den COF betrifft, dann schauen Sie bitte mal im Temp-Verzeichnis nach. Dort sollten Sie so Protokolle finden wie Kerio Connect Outlook Closer, Setup Log und so weiter und so weiter. Auch die geben Ihnen mit Sicherheit noch, sage ich mal, gegebenenfalls schon Hinweise, wo das Problem an der Stelle liegt. Das war jetzt die Theorie. Jetzt zeige ich Ihnen das Ganze auch noch in der Praxis. Ich hole noch mal eben mein Kerio hier vor, mein Kerio Connect. Ich gebe zu, ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Na, komm hoch. Jawohl. So, ich mache es mal ein bisschen größer, damit es besser zu erkennen ist. Hier unten links in dem Bereich, ich zoome mal auch ein bisschen ran, finden Sie den Bereich Debug. Dort gehe ich rein. Ich zoome jetzt noch mal ein bisschen raus. Und dann sehen Sie hier rechts das Fenster. Sie können innerhalb dieses Fensters auch nach bestimmten Begrifflichkeiten suchen. Ich wollte Ihnen jetzt aber zeigen, wie Sie weitere Debug-Module freischalten. Ich bewege die Maus also einfach hier in das Fenster rein, mache einen Rechtsklick. Das ist für Apple-User etwas ungewohnt, ich gebe es zu. Dort gibt es einen Eintrag, der heißt Nachrichten. Innerhalb dieser Nachrichten finden Sie weitere Module, die Sie gegebenenfalls
freischalten können. Und an der Stelle, ich sagte Kopf, würden Sie hier noch den Haken setzen. Korrekt heißt er natürlich Kerio Outlook Connector Offline. Also hier dieses Modul würden Sie zusätzlich mit freischalten, dann würde das mitprotokolliert werden. Denken Sie immer daran, wenn Sie so eine Aufzeichnung weiterer, sage ich mal, Debug-Module machen, wenn Sie eine Zeit lang die Fehler in diesem Protokoll verfolgt haben und geschaut haben, nehmen Sie bitte auch die Haken wieder raus. Ansonsten haben Sie ein stetig wachsendes, riesengroßes Debug-Protokoll-Log, wo sich gegebenenfalls keiner mehr zurechtfindet. Komme ich nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Viele haben das vielleicht noch nicht gesehen. Und zwar gibt es unter Protokolleinstellungen, können Sie einstellen, dass das Log regelmäßig rotieren soll. Das heißt, ich sage mal hier, guter Wert wöchentlich, man kann auch auf monatlich gehen. Auf alle Fälle würde ich hier reingehen und würde sagen, ja, nicht mehr als 250 MB. Das ist der Punkt. Das heißt, er rotiert monatlich. Beziehungsweise er rotiert das Log auch, wenn es 250 MB erreicht hat. Sie können das auch noch kleiner stellen und Sie können hier auch noch einstellen, wie viele Protokolldateien er in Summe aufbewahren soll. Das hilft Ihnen einfach. Stellen Sie sich vor, Sie hätten hier nichts eingestellt. Das heißt, das Protokoll wächst und wächst und wächst immer mehr an und jetzt möchte einer vom Support, dass Sie ihm bitte mal die Protokolldatei zuschicken können sollen. Ist dann blöd, wenn die dann schon irgendwie auf ein Gigabyte angewachsen ist. Und Sie entlasten auch den Server, weil ja er jedes Mal quasi dieses Protokoll immer wieder füllen muss. Je kleiner die Protokolle sind, desto weniger Stress hat auch der Server damit. Ich breche das aber an der Stelle mal ab. Möchte Ihnen an der Stelle nämlich auch noch einen anderen wichtigen Knopf zeigen. Wenn Sie hier oben auf Kerio Connect direkt gehen, gibt es hier einen Button, der heißt Verbindung mit technischem Support. Ich klicke da mal drauf, da wird jetzt gleich eine Fehlermeldung kommen, weil er keine Verbindung aufbauen kann. Das ist richtig, weil ich keine Verbindung zum Internet habe. Aber was man hier schon zumindest erkennen kann, Sie geben hier an Ihren Namen, Sie geben Ihre E-Mail-Adresse ein, Sie können noch die Sprache wählen, dann wird es direkt in die richtige Support-Queue reingepackt. Sie wählen hier noch aus, wer Sie sind, also ob Endkunde, Partner und so weiter, machen hier eine kurze Zusammenfassung und schreiben hier rein, was Ihr Problem ist. Sie können hier auch noch Dinge unten anhängen. Was er automatisch an der Stelle macht, ist, dass er ein Archiv erstellt, unter anderem mit den Protokollen, und zwar mit den letzten 100 Zeilen eines jeden Protokolls, so dass der Support da schon mal reingucken kann und Sie gegebenenfalls nicht nochmal erstmal nervig nachgefragt werden, schicken Sie mir mal das Protokoll, was natürlich immer noch sein kann, sofern Sie noch weitere zum Beispiel Debug-Module freischalten müssen. Der Knopf ist auch relativ interessant, nennt sich Idee vorschlagen. Wenn Sie dort draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, Achtung, das funktioniert nur, wenn Ihre Version auch wirklich registriert ist. Das heißt, Sie können Ideen einreichen. Sie werden automatisch auf eine sogenannte Feedback-Seite von uns weitergeleitet und können dort Ihre Vorschläge ein. Sie sehen hier schon Instant Messaging, bitte nicht noch weiter vorschlagen. Ja. Dafür, da haben wir schon genug Anfragen. Okay, nochmal ganz kurz zurück zu unserer Präsentation. Und zwar sinnvolle Einstellungen. Und zwar an der Stelle möchte ich mich bei einem unserer Distributoren bedanken. Man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen. Unter erweiterte Funktionen gibt es die Möglichkeit des sogenannten Password Guessing Protection oder wir gehen einfach rüber ins Deutsche, dann ist das auch für alle wesentlich verständlicher. Wo habe ich es? Da habe ich es. Gehe hier unter
erweiterte Funktionen. Optionen, Entschuldigung. Gehe dort rein. Und ich finde unter Sicherheitsrichtlinie, jetzt mache ich die Ansicht mal wieder ein bisschen kleiner, gibt es hier unten einen Eintrag Schutz gegen Erraten von Passwörtern. Setzen Sie hier einfach den Haken. Was passiert? Das ist die sogenannte Anti-Hammering-Funktion. Wie funktioniert das? Wenn innerhalb einer Minute 10-mal von derselben IP ein Versuch gestartet wird, sich in einem Account einzuloggen und dies mit falschem Kennwort passiert, wird diese IP für 5 Minuten geblockt. Das ist also so eine nette Sache, wenn Sie irgendwelche Script-Kiddies haben, die versuchen, auf Ihren Server einzubrechen. Die gucken ja nicht jetzt speziell Ihren Server aus, sondern die gucken ja in der Welt weltweit. Probieren es bei Ihnen. Wenn deren IP dann erstmal geblockt wird für 5 Minuten, dann lassen die auch meistens schon von Ihnen ab und suchen sich das nächste Opfer. Sie können hier noch einen Schritt weiter gehen. Sie können tatsächlich sagen, Benutzerkonten blockieren. Das heißt, es würde dieser Benutzer auch wirklich gesperrt werden. Weitere nette Geschichte an der Stelle ist hier beim Datenverzeichnis zu finden. Und zwar können Sie bei Benutzerkontingenten, wenn Sie die eingerichtet haben, also sogenannte Quotas eingerichtet haben, ist es so, dass Sie hier einstellen können, wenn die Quota zu 90% zum Beispiel erreicht ist, bitte schick eine Warn-E-Mail an den Benutzer, dass er weiß, hallo, pass auf, deine Quota ist gleich erreicht. Sie haben auch hier die Möglichkeit einzustellen, wie oft das geschehen soll, nämlich nur einmal, alle 2 Stunden, täglich und parallel können Sie sich also auch noch eine Mail an Ihren Administrator schicken lassen, sodass auch dieser davon unterrichtet ist, okay, pass auf, bei diesem Konto, da wird es langsam eng. Schön. Kommen wir nochmal hierhin zurück. Genau, hier sehen Sie es nochmal. Das ist also die sogenannte Anti-Hammering-Funktion. Und hier ist nochmal die Funktion.